Willkommen zu meinem ersten Tutorial, und zwar zeige ich euch heute, wie ihr an eurem Mercedes W221 einen Ölwechsel durchführt. Und zwar könnt ihr das Video auch auf andere 500er Motoren verwenden oder auf andere Motorenvarianten im W221. Das sollte überhaupt gar kein Problem sein. Und zwar benötigt ihr dafür einen neuen Ölfilter inklusive der drei Dichtringe und einen neuen Dichtring für die Ölablassschraube. Gegebenenfalls könnt ihr euch gleich eine ganze Ölablassschraube kaufen, fanden wir in dem Fall aber unnötig, wir wechseln immer nur den Dichtring. Dazu nochmal extra 10 Liter 5W30 Long Life Öl. Wir haben hier den M273 verbaut. In dem Fall bekommt er 8,2 Liter Motoröl. Wir ziehen einmal hier, um die Motorhaube aufzumachen. 5,5 Liter V8 Saugmotor, wirklich ein sehr, sehr, sehr geiler Motor. Ich bin der Meinung, jeder Liter Spritverbrauch lohnt sich, diesen Motor zu fahren. Der hört sich an wie eine fucking Turbine. Dafür macht ihr einmal die Motorkappe ab. Erste Voraussetzung für den Ölwechsel ist, dass euer Motor warm ist, damit das Öl schön dünnflüssig ist, damit die ganze Suppe rauskommt. Wir sind jetzt in dem Fall ein paar Kilometer hier zur Werkstatt gefahren. Muss nicht Betriebstemperatur sein, ist jetzt bei uns in dem Fall alles in Ordnung. Wir fangen auf jeden Fall ab, indem wir den Öleinfüllstutzen, die Kappe einmal abdrehen und zur Seite legen. Das gleiche machen wir dann schon mit dem Ölfilter. Wir lösen den schon mal an, damit unten das Öl besser abfließen kann. Da geht ihr einfach mit euer Ölfiltermuss drauf und löst den ein paar Umdrehungen. So, ganz einfaches Prinzip, warum machen wir das? Und zwar, wenn ihr eine Wasserflasche auf den Kopf kippt und ausschütten wollt, dann läuft das natürlich nicht so leicht, wie wenn ihr oben ein Loch reinmacht. Dann kann er von oben Luft ziehen und läuft auf jeden Fall besser durch. Das machen wir hier bei unserem Motor, bloß in 5,5 Liter. Dann sind wir auch soweit und können den Wagen einmal hochlassen. So, jetzt müssen wir die mittlere Motorkapsel abnehmen. Die ist hier einfach an ein paar Schrauben befestigt. Die kann man lösen, dann kommt sie direkt runter. Das machen wir jetzt erstmal. So. Ha! Seht ihr? Kurz Turmbau zur Babel. So, dann haben wir genau hier eure Ölablassschraube. Das ist eine 13er Nuss. So. Die Schraube dabei behalten und dann der schwarze Ölstab, der da rauskommt, den müsst ihr fangen. Oh, ist tropft. Bam. So, sehr schön. So, jetzt wollen wir einmal den Dichtring erneuern. Und zwar ist das hier der alte. Und zwar könnt ihr hier schön sehen, dass der einmal so eine richtige Einkerbung bekommen hat und dass er gequetscht wurde. Jetzt nehmen wir hier einmal den komplett neuen, den komplett frischen, stecken den drauf. Und dann schrauben wir das Ganze hier einmal komplett wieder rein. Und ziehen das Ganze einmal handwarm fest an. Natürlich Herstellervorschriften dabei beachten, wenn ihr es ganz genau haben wollt. So, jetzt zieht ihr die Schraube einmal schön handwarm fest an. Nach ab kommt lose, immer aufpassen, aber der Dichtring muss sich schön einpressen. Dann gehe ich nochmal gerade hier mit dem Lappen drüber, damit man auch sieht, falls man hier eine Undichtigkeit hat. Jetzt montieren wir die Motorkapsel wieder und lassen den Wagen runter. So, jetzt nehmen wir uns hier einmal unseren Ölfilter komplett raus. Unser Ölfiltergehäuse, damit wir ihn hier alles einsaugen, tropfen wir ein bisschen ab. So, da hacken wir hier einmal rein, um den ganzen Ölfilter rauszubekommen. Dann nehmen wir unseren Schlitzschraubendreher und gehen hier einmal in die Dichtungen rein. So, und hier oben drei Öldichtringe haben wir hier verbaut. Dann machen wir hier einmal unsere Tüte auf, wo diese ganzen Dichtringe drin sind. Und weil die Leute so nett sind von Male, geben die uns einfach noch mehr mit, wie wir brauchen. Thank you.
Jetzt ganz wichtig, wenn ihr euren Dichtring drin habt, einmal gerne mit den Finger, mit Finger hier übers Öl gehen und über den Dichtring streifen, damit er gleich wieder einsatzbereit ist. So, hier bei den Dichtringen natürlich auch einmal benetzen, schon mal mit Öl, damit die volle Dichtigkeit gewährleistet ist. Dann steckt ihr einmal euren Ölfilter hier drauf. Zap. Und das ganze Ding wird noch kurz sauber gemacht. Ist der neue Ölfilter wieder einsatzbereit. Einmal hier einmal ran. So. Sehr schön. So, dieser Ölfilter bekommt jetzt einmal 25 Newtonmeter. Zum Glück haben wir hier so einen schönen Einfüllstutzen, um das Öl auch ordentlich einfüllen zu können. So, und dann hauen wir da jetzt 8,2 Liter Motoröl rein. So, 5 Liter können wir schon mal so reinkloppen, weil wir so wissen, dass es passt. Flüssiges Gold. Erstmal rennen wir die ganze Blöre. Ah, ein bisschen geht noch. Minimal sind wir jetzt unter 2 Liter, die noch hier in der Verpackung sind. So, jetzt haben wir unsere 8,2 Liter einmal aufgefüllt. Jetzt drehen wir hier unseren Stopfen runter. Schön ausbluten lassen das Ganze. Dann dreht ihr euren Öldeckel wieder drauf und startet einmal den Motor, dass das Öl durchfließen kann. Dann eine Ölkontrolle, Motorkapsel wieder drauf und ihr seid ready. Wir wollen jetzt als letzte Maßnahme den Ölstand prüfen, ob das denn auch alles richtig ist, was ihr reingefüllt habt. Man sieht schon olivenhell, grün, gelb, ganz extrem klare Sicht. Wir sind hier ein bisschen über die Mitte, wir sind hier auf Max. Das ist überhaupt kein Problem, dann kann er in den nächsten 2 Jahren oder in den nächsten 30.000 Kilometern ruhig ein bisschen Öl fressen, ohne dass ich da Bedenken habe, dass da irgendwas passiert. Dann brauchen wir jetzt als letztes Motorabdeckung drauf. Bam, bam, bam. Mit dem Schließen der Motorhaube seid ihr fertig mit eurem Ölwechsel von eurem dicken Benz. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr konntet daraus auf jeden Fall Mehrwert ziehen und entscheidet euch danach jetzt selber an eurem Mercedes zu machen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen über Feedback. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt. Ich mache jetzt anschließend an diesem Auto noch einen Service B-Umfang durch, falls euch das interessiert. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, kontaktiert mich, dann kann ich das auch nochmal gerne machen. Mein erstes Kfz-Tutorial. Ich hoffe, das kommt gut bei euch an. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.